Aber eins glaube ich dann schon verstanden zu haben, wenn die kleineren Wellchen von den fetteren überholt und verschlungen werden können, bevor sie im Ereignishorizont sich zu brechen anschicken, dann muss die Laufgeschwindigkeit von Wellen mit höherer Amplitude schneller sein als die mit niedrigerer Amplitude oder Höhe. Also auch hier eine Art von Darwinismus. Der fettere und schnellere und dickere verschluckt das kleine Partikulare.